Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. SpongeBob ist ja jetzt geendet und ich habe wirklich nach einem neuen Let's Play gesucht, denn ich hatte eigentlich vor, Elden Ring zu spielen, allerdings habe ich da nicht wirklich durchgesehen. Und ich habe mich jetzt für Staxe entschieden, einfach ganz random. Ich habe es gesehen, es war runtergesetzt wegen dem Winter Sale. Und ich habe es damals, glaube ich, mal bei Gronkh geguckt. Und ich habe gedacht, hey, das ist ein cutes Game. Auch wenn ich es nicht lang Let's Playen würde, also ich werde es vielleicht trotzdem machen, ich weiß es noch nicht, will ich es trotzdem einfach mal auf dem Kanal haben. Und ja, hier sind wir. Let's go! Also, erstmal müssen wir, für alle, die es nicht übrigens wissen, ist es ein Farming-Game. Das heißt, schon zwei Farming-Games auf dem Kanal wieder am Laufen. So wie bei Slime Rancher-Zeiten, könnte man sagen. Und ja, wir machen erstmal unseren Charakter. Könnten Mensch, Elf oder Cave sein. Okay, eine Katze ist schon süß, oder? Muss man doch sagen. Was bedeutet Haltung? Ändert sich nicht viel, ne? Ist das wahrscheinlich nur so... Da ändert sich nicht viel. Okay, cool. Na dann. Hautfarbe. Mach mal komplett weiß, ne? So. Wie sehe ich aus? Oh, das ist eine coole Frisur. Das fühle ich ja schon. So farbmäßig ist das schon sick. Warte mal, was haben die denn noch so für welche? Das sieht auch cool aus. Aber das fühle ich auch extrem. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Ja, genau. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet, von der Idee. Also, ich bin eigentlich ziemlich hyped dafür tatsächlich. Wir machen solche Augen. Können wir blau machen? Let's go. Irgendwas Cutes. Oh, das sieht cute aus. Oh mein Gott. Oh, das sieht süß aus. Sehr süß. Machen wir so eine Hose. Die würde ich aber gerne dann auch lila. Alles lila, bitte. Alles lila. Wollen wir wirklich alles lila machen? Ich mach's einfach. Akzeptieren. Okay. Das ist die Steuerung. Ich denke, das sollte alles ziemlich vertraut sein. Oh, da sind wir auch schon im Game. Ein bisschen empfindlich gerade gewesen, aber ich hab's kurz umgestellt. Oh. Also die Grafik, ich find so eine Grafik immer extrem cute. Ich liebe einfach so pixelmäßiges halt, ne? Okay, cool. Gehen wir mal raus. Farmfam. Hallo, du bist Lenska, richtig? Oh ja. Willkommen bei Staxe, ich bin Farmfan. Bürgermeister Max hat mir verraten, dass du hergezogen bist, um alte Form zu übernehmen. Farm meine ich nicht vor. Sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du daraus zaubern wirst. Okay. Ich habe ein kleines Willkommenspaket für dich zusammengestellt, aber in all dieser Aufregung habe ich es im Laden vergessen. Könntest du es beim Gemischwarenladen abholen? Prima, es sollte bei Leaf wahrscheinlich sein. Wenn du ihn findest, willst du nur... Warte, willst du nur auf deine Karte schauen? Okay, okay, okay. Ich gucke ja auf meine Karte dann. Okay. Hört sich doch gut an, ne? Warte mal, kann ich... Ich glaube, ich stelle mal kurz die Mausempfindlichkeit ein bisschen runter. Okay, jetzt ist es schon deutlich angenehmer. Ja, okay, okay, ja, ja, okay, okay. Ja, ich gehe ja schon los. Ich gehe ja schon los. Warte mal, und denk dran, du kannst jederzeit die Karte ansehen, wenn du dich verirrt hast. Du weißt doch noch, wie das funktioniert, oder? Na sicher. Auf M, ja, genau. Oh, das ist cool gemacht mit der Karte, dass das so rauszoomt. Okay, cool. Oh, ich sehe mich sogar selber unten rum. Magst du mich rauslassen? Oh, okay, da muss ich wohl rüberspringen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Wer von denen ist denn Leaf? Alicia? Leaf ist da hinten, okay. Gehen wir dahin. Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Also, ich werde nichts sagen, ne? Aber ihr seht ganz süß aus. Du brauchst ein Insektennetz. Die sind einfach am Rumtanzen, die Boys. Das hat einen Vibe. Muss man einfach sagen. So. Gehen wir da einfach mal rüber. Die Minikarte da unten, die sind irgendwie... Naja. Hey, Melissa. Wollen wir mit denen schon reden? Nee, warte, wir gehen erstmal zu Leaf. Ich will mich nicht ablenken lassen jetzt. Ich soll doch mein Willkommensgeschenk einsacken, nicht wahr? Ist das nicht die Sache so? Das ist zu Leaf, warte mal. Oh, wir sind schon dran vorbei. Der ist hier, der Gemischwarenladen. Geh ich auch hinten rum rein? Ha. Ich nehme die Premium-Variante. So, hey Leaf. Einfach so plaudern, okay. Hallo, mein Name ist Leaf. Ich betreibe den Gemischwarenladen. Du musst Lenska sein. Farmfan hat mir alles über dich erzählt.
Sie hat dieses Willkommenspaket für dich zusammengestellt, aber es ist so schnell wieder abgedampft, dass sie es vergessen hat. Es ist... Okay. Oh, let's go, Tools. Let's go. Darin sind ein paar Werkzeuge und Samen, damit du gleich loslegen kannst. Ich bin sicher, Farmfan wird dir erklären, wie alles funktioniert. Komm jederzeit gerne wieder vorbei. Das Angebot wechselt täglich, also findest du bestimmt etwas, das du gebrauchen kannst. Oh, süß. Okay. Ja, natürlich. Ich werde doch sicherlich was finden. Oh, ich liebe diese Pixel-Art-Sachen. Oh, mein Gott. Die sind so klein, die Sachen. Ich liebe das. Ich habe ein bisschen Cube-World-Vibes. Das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Hey, Leon. Ja, komm, wir reden mal mit Leon. Sei gegrüßt, ich bin Leon. Oh, die sagen echt nicht viel. Okay. Warum sehen Melissa und Holly gleich aus? Okay. Anscheinend auch Zwillinge in diesem kleinen Dorf. Gern zu sehen, gern zu sehen. So, dann, was sind das für Samen? Sind das Kekssamen? Sieht irgendwie danach aus. Mein Gott, wie gern ich Kekse anpflanzen würde. So, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob so zwischendurch Musik in dem Spiel läuft, sonst muss ich nochmal selber welche reinfügen. Aber das werden wir dann noch sehen. Hey, willkommen zurück, Lenska. Wie ich sehe, hast du dein Willkommenspaket bekommen. Wir sollten jetzt besser mal ein paar von diesen Samen einpflanzen, bevor es zu spät wird. Was hältst du davon? Klar. Es ist super einfach. Du hast alle Sachen dafür. Okay. Gib mir Bescheid, wenn du die Samen eingepflanzt hast und gegossen hast. Wende die Hacke auf Erde oder Gras an, um den Boden zu pflügen. Lege einen Samen in den gepflügten Boden, um ihn einzupflanzen. Vergiss nicht, jeden Tag zu gießen. Also kurz gesagt, einfach Stardew Valley 3D. Könnte man so sagen, ne? Wollen wir hinterm Haus? Ne, hinterm Haus haben wir keinen Platz, ne? Also nicht viel. Dann machen wir es vors Haus. Auch wenn es ein bisschen blöd ist vorm Haus, aber warum nicht, ne? Hopp. Wie viele haben wir? 4. Okay. Hopp. Oh, das war die Schaufel. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich den wieder reinplatzieren? Hallo? Ah, jetzt. Perfekt. Ah, der Stil ist echt verdammt süß. Ich liebe es. Es ist zurzeit nur 4 Euro. Ich werde es ja sicherlich wieder verlinkt haben in der Beschreibung. Also, falls ihr euch das noch schnappen wollt und es noch im Winter-Sale ist, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, ne? Für 4 Euro. Safe. So, und jetzt müssen wir es eigentlich noch gießen, ne? Haben wir? Haben wir schon was drin? Nee, ne? Hier ist ein Wasserhahn, habe ich gesehen. Da ist es kein Wasserhahn. Achso, ich habe es gar nicht ausgewählt. Doch, hä? Ah, jetzt. Ja, siehst du. So, jetzt. Cool. So, Samen sind gegossen. Und jetzt? Du bist ein Naturtalent. Also, ich meine ja nur besser. Danke, aber das ist jetzt auch nicht so viel Kunst gewesen, ne? Pflanzen brauchen eine Weile, um zu wachsen. Also sollten wir sie jetzt erstmal Ruhe lassen. Vergiss allerdings nicht, sie jeden Tag zu gießen. Du möchtest schließlich nicht, dass sie verwelken oder noch schlimmer, vertrocknen. Bom, bom, bom. Wo wir gerade dabei sind, ich habe diese Steckrübe gefunden. Warum verkaufst du sie nicht für mich? Sure, warum nicht? Du hast sie vielleicht vorhin auf deinem Weg zu Leafs Laden gesehen. Die Murmlerhändler in der Stadt kaufen alles, was du verkaufen willst. Finde sie mit Hilfe einer Karte und verkaufe ihnen diese Steckrübe meine ich. Ich werde zum Marktplatz gehen. Komm zu mir, wenn du die Steckrübe verkauft hast. Okay, Steckrübe. Was hält mich davon ab, die nicht selber zu essen? Ich meine, die sieht ein bisschen delicious aus, ne? Okay, die Murmler, ne? Ich schätze mal, dass das die Zwillinge sind wahrscheinlich, ne? Gehen wir da direkt mal gucken. Übrigens, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Layout haltet. Also, ob ich noch irgendwas ändern soll oder nicht. Aber ich finde es so eigentlich ganz passend. Also, würde ich zumindest sagen. Aber vielleicht muss die Facecam noch größer oder kleiner. Aber das lasse ich immer ruhig entscheiden. So, bist du einer von denen? Ich verkaufe feine Waren. Nee, aber ich möchte verkaufen. Stelle die Ware auf den Stand zurück, wenn du deine Meinung änderst. Ich kaufe Waren an, die du auf einen kleinen Tisch legst. Aktiviere... Warte. Okay. Warte, was? Soll ich es jetzt auf den Tisch legen? Was? Kann ich es verkaufen? Anscheinend nicht. Ich kaufe... Warte, was? Da war eben was mit kaufen. Ich verkaufe viele... Ja, aber ich will nicht verkaufen. Ich will sie kaufen. Okay, aber das ist der Marktplatz, ne? Ich gehe mal zu ihr hin. Vielleicht hat sie nochmal einen Tipp. Hey, kannst du nochmal sagen? Du solltest die Steckrübe an die Händler verkaufen. Soll ich dir noch einmal erklären, wie man Waren verkauft? Ja, bitte. Ich bin ein bisschen zu dumm dafür.
Preise kannst du direkt über den Items im Regal sehen. Interagiere einfach mit dem Item, um es zu kaufen. Ja, aber ich soll es doch verkaufen, oder nicht? Achso. Verkaufsboxen. Ah, da habe ich wieder mal nicht zugehört. Okay. Dann ist das natürlich was anderes an der Stelle. Die Frage ist, an wen verkaufen wir es? Oh, ich finde Leon eigentlich ganz sympathisch. Verkaufen wir es an ihn. 75. Nice. Dankeschön, Leon. So, verkauft ist sie. Hä? Nein, 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 warte mal. Ich glaube, ich muss nochmal mit ihm reden. Warte, warte. Ist ja gut. So, jetzt. Warte. Ein kleiner Tisch liegt aktiv. Ja, aber ich hab's doch. Ah, jetzt. Wenn du dein Item verkaufen möchtest, lege es einfach auf den Verkaufstisch und interagiere dann mit dem Tisch selbst. Ich werde dir als Gegenleistung Blütenblätter geben. Okay. Oh, let's go. Okay, die Währung ist auf jeden Fall Blütenblätter, so wie es aussieht dann. Das ist ganz cool. Das ist eine gute Wahl. Perfekt. Jetzt haben wir sie verkauft. Gut gemacht, Lenska. Alles, was du findest, fängst du anpflanzt oder hergestellt. Warte, oder herstellst. Mann, ich kann schon wieder nicht lesen. Es ist spät, okay. Kannst du für ein paar Blütenblätter an den Händler verkaufen? Ich glaube, das ist auch schon alles, was ich dir heute beibringen möchte. Wow, und es ist auch erst Mittag. Du lernst aber schnell. Nur noch eine Sache. Denk dran, regelmäßig nach Post im Briefkasten vor der Tür zu schauen. Oh nein, Finanzamt. Von Zeit zu Zeit findest du darin Briefe von mir und einigen anderen Dorfbewohnern. Ja, da bin ich aber beruhigt, dass es nicht was anderes ist. Möglicherweise hast du da jetzt schon Post bekommen. Ich werde mich bald bei dir melden. Bis bald, Lenska. Ich frage mich immer noch, warum sie sich Farmer-Fan nennt. Aber I don't judge her. Ist okay, kann man machen. Ich habe tatsächlich schon oben Post bekommen, sieht man schon mal da oben. Okay, hey Leaf, wollen wir uns schon was kaufen, ist die Frage. Ich meine, wir... Gott, sind die teuer. Ich hab Stardew Valley-Preise im Kopf gerade. Orangenbaumsamen. Ich glaube tatsächlich, dass wir erstmal unsere Sachen, die wir jetzt angefarmt haben, erstmal so lassen. Wir gucken erstmal, wie viel es überhaupt bringt, ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. So. Wer bist du eigentlich? Du siehst wichtig aus. Kann das sein? Wenn das nicht genau ist, das, was unser Dorf braucht. Frisches, Eloquenz. Aha. Ich bin Cicely. Warte, Cicely? Heißt das so? Und ich habe absolut gar keine Intention, dich als Versuchsobjekt zu verwenden. Ich meine, wie viel? Hi, Ria. Miau. Frische Beute. Mehe, ich zieh dich doch nur auf. Du siehst nicht aus wie Fisch. Ich bin Ria, ein hiesiger Fischer. Falls du jemals Angeltipps brauchst, dann komm mich besuchen. Miau. Cute. Ja, der sieht einfach aus wie ich in meiner Emo-Phase. Einfach von einem Jahr. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gucken mal in den Briefkasten. Und ich hoffe mal nicht, dass das Finanzamt für uns einen Brief hinterlassen hat, sondern ein Bürger. Sonst bin ich angearscht. Denn ich habe noch nicht so viel Geld in dem Spiel. Wenn Samen schon 600 kosten, dann will ich nicht wissen, wie viel man monatlich an Steuern zahlen muss als Selbstständiger. Hallo Lenska, Glückwunsch. Deine Insel wurde zufällig bei unserer letzten Lotterie ausgewählt, um insgesamt 200.000 Blütenblätter zu erhalten, die zufällig im Dorf verteilt werden. Möge den Anteil dir Freude bereiten. Vielen Dank für deine fortwährende Unterstützung. Das Gemurmel... Oh mein Gott, let's go. Bäh. Was? Nur 10 Stück bekommen? Hier steht doch 200.000. Ich wurde mies abgezockt. Aber so richtig mies. Wow, und da habe ich jetzt gedacht, ey, jetzt bin ich reich. Das ist es jetzt. Ich bin endlich reich. Mama, schau mich an. Dein Sohn ist doch nicht mehr YouTuber. Jetzt ist er einfach Millionär. Aber, ja, daraus wurde wohl nichts. Na gut. Und im Kühlschrank ist auch nichts. Oder? Ist da was? Nein. Okay. Unser Haus sieht so semi-gemütlich aus, könnte man behaupten. Aber es ist okay. Man kann damit auf jeden Fall was anfangen. Und es ist wenigstens eine Grundlage, ne? Ach, ich finde das voll süß, wie die hier rumtanzen. Okay. Ich lasse mich ablenken von so kleinen Details. Ich weiß doch nicht, ob wir schon mal was anpflanzen wollen. Ich glaube, ich gehe mal gucken. Vielleicht machen wir noch Melonen oder so. Man sieht auf jeden Fall da oben auch wieder, dass wir im Frühling anfangen. Das ist so ein typisches Farmer-Segment. Einfach im Frühling anfangen. Wir kennen es nicht. Hey, Brick. Oh, hier können wir uns auch mal umschauen. Was gibt's hier so?
Ein Fernseher. Das ist das Wichtigste. Das hat mir gefehlt auf der Farm. Endlich entertained werden. Hier sind noch krasse Samen. Oh, die sind günstig. Okay, das ist gut. Hier sind günstigere Samen. Ich glaube, davon nehme ich mir ein paar mit. Was haben wir denn hier? Salatsamen. Salat klingt halt lecker, ne? Rote Beete, Kohlsamen, Kartoffelsamen. Zwiebelsamen sind schon günstig, muss man sagen. Aber ich glaube, wir nehmen mal Salat mit, oder? Drei sind das direkt, die ich mir... Ja, machen wir nochmal. Und nochmal. Oh, nee, nochmal können wir uns nicht leisten. Ja, dann bauen wir als erstes richtiges Zeug halt Salat an. Warum nicht, ne? Klingt für mich ganz logisch. Und tatsächlich ist doch Musik im Spiel. Heißt, ich muss mir keine Sorge machen, noch copyright-free Musik rauszusuchen. Das ist immer meine Freude. Desto weniger Arbeit ich reinstecke. Nein, Spaß. Ja, wenn ich es machen müsste, würde ich es auch tun. So, wir trennen die beiden Felder mal ein bisschen voneinander, indem wir einen Block Abstand lassen. Wie viel haben wir jetzt? 9, ne? Dann können wir eigentlich ein 3x3-Feld machen. So. Das sollte reichen. Es ist jetzt schon mega entspannt wieder. Und ich wollte davor Elden Ring Let's Play, ne? Ah, das war wirklich ein bisschen zu kompliziert für mich. Ich bin nicht so krass komplizierter Gamer, okay? Die simple Spiele sind doch schon ganz cool. So, einmal gießen. Und ja, dann sollte hier Salat und ich weiß nicht mehr, was das war, wachsen. Errungenschaften sind eigentlich schon an sich Belohnung genug. Aber ich persönlich finde, dass man dem noch das Sahnehäubchen aufsetzen könnte. Sprich mich einfach hin und wieder an. Ich schaue dann, was du erreicht hast und ob wir dafür eine besondere Belohnung verdienst. Farmfan. Ah, okay. Das erste Spiel, wo Errungenschaften nochmal wirklich was bringen. Oh mein Gott. Einen Grashüpfer. Oder eine Heuschrecke. Eins von beiden. Eins von beiden sollte es zumindest sein, ja. Warum ist mein Briefkasten hinten offen? Da hat jemand den Briefkasten ein bisschen falsch gebaut. So, wir gucken uns generell nochmal um, würde ich sagen. Ich würde mal gerne in die Gebäude reinsehen. Und wer ist... Wir müssen mal mit Jamie reden. Oh, es ist immer wieder schön, ein neues Gesicht in der Stadt zu sehen. Ich bin gerade auf Monsterjagd. Und bei dir so? Ich bin übrigens Jamie. Du solltest dir mal meine Spielesammlung ansehen kommen. Oh, gerne. Was für Spiele hast du denn? Kommt bestimmt sowas wie, ich bin aktiver Roblox-Spieler. Was ist das da? Das ist ein Schmetterling. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, ein Schmetterling mit den Farben in echt. Ich würde wegrennen. Ich hätte Angst. Wirklich, wenn der so groß wäre. Okay, hier ist so ein komischer Keller. Okay, okay, okay. Das ist doch ganz nice. Wir können uns ja noch mal kurz auf den Markt umgucken, ob wir für unser 145 noch was bekommen. Da können wir ja noch mal was anbauen, was Kleines. So. Boah, Birnenbaumsamen sind eigentlich auch richtig geil. Also, Birnen sind eigentlich ganz cool. Cool. Zwiebelsamen? Können wir davon noch welche? Tatsächlich, Zwiebeln konnten wir uns noch leisten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bauen wir die Zwiebeln auch noch direkt an, ne? Weil warum nicht? Ich meine, das ist eine gute Idee. Auch wenn ich nicht so ein Zwiebelfreund bin. Also wirklich nur so Zwiebeln auf... Keine Ahnung. Wozu esse ich Zwiebeln so? Also, keine Ahnung. Selten eigentlich. Sehr selten. So, wie viele waren das jetzt? 3. Leider eine sehr ungerade Zahl. Das finde ich immer sehr ugly, könnte man meinen. Aber hey, was soll's. So. Gießen wir die auch noch. Blop, blop, blop. Und dann wird es ja auch langsam dunkel, ne? Dann kann man ja auch gleich mal pennen gehen. Kann man denn random Sachen abbauen eigentlich? Ah, tatsächlich. Aber kriegt man dafür was? Nein. Okay, also mache ich die Natur mal nicht unnötig kaputt, okay? Okay. Aber das können wir mal abmachen hier, oder? Oh, jetzt habe ich die gegossen. Verwende die Hacke für das Gras oder den Boden. Kriege ich das denn überhaupt ab hier? Nee, gar nicht tatsächlich. Kann ich... Warte. Na, das geht auch nicht. Okay, okay. Nee, dann... Dann lasse ich es da erstmal bei. Gut, mal sehen, ob wir uns schlafen legen können. Jo, einfach eine Kerze auf dem Klo. Stromausfall. Ich glaube, wir haben lange schon nicht mehr Strom bezahlt. Kann das sein? Oh, Tonkrug. Den können wir mal mitnehmen. Können wir den irgendwo platzieren oder so? Du brauchst einen Hammer, um das zu zerbrechen. Oh. Hier haben wir noch einen Stuhl, noch einen Schrank. Ich würde gerne einen Schrank hier irgendwo platzieren noch. Ich meine, hier ist bestimmt ein guter Ort, um den zu platzieren.
Du brauchst eine Schaufel oder Hacke, um... Nein, 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 ich wollte eigentlich den Schrank platzieren. Danke. Na, können wir jetzt Sachen reinmachen. Oh, wir sind schon cute. Muss man sagen, oder? Wir sind schon ein ganz cuter Boy. Gut, ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, das war's mit der ersten Folge Staxel. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Projekt haltet. Also ich bin ziemlich hyped, muss ich sagen. Ich liebe ja so cute Farming Games. Und lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen pixeligen Tag und bis dann. Bye, bye.